Das ist Nico. Er möchte einen Wikipedia-Eintrag über seine Katze Lilly erstellen. Er ist guter Dinge, schließlich haben sich in 20 Jahren auf der Webseite über 50 Millionen Artikel angesammelt. Leichter gesagt als getan. Gründer Jimmy Wales legte schon früh Relevanzkriterien fest, die darüber entscheiden, ob ein Beitrag Wikipedia-würdig ist oder nicht. Das macht Nico und Lillys Artikel einen Strich durch die Rechnung. Für Nico schwer nachzuvollziehen, denn eigentlich kann bei der freien Enzyklopädie jeder einen Artikel schreiben. So versteht er den Gedanken der Schwarmintelligenz und das sagen doch auch die Grundsätze. Nico fängt an zu recherchieren und stößt dabei auf die Sichter und Administratoren. Die dienen bei Wikipedia als Kontrollinstanz und entscheiden anhand der Relevanzkriterien darüber, ob Artikel veröffentlicht werden. Da Lilly nicht prominent genug ist, würden die Prüfer den Artikel nicht durchgehen lassen. Also muss Nico einsehen, dass aus Lillys Eintrag nichts wird. Es wäre auch ein bisschen komisch, wenn jeder Mensch für seine Katze einen Artikel erstellen könnte.